Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Extract of Pineal Gland. Die verkalkte Zirbeldrüse meldet sich mit einem momentan sehr heiß diskutierten Thema zurück, was die Gemüter erhitzt und für Kontroversen und für Streitigkeiten innerhalb der einzelnen Parteien sorgt. Nämlich soll es in dem heutigen Video um die Waffenlieferungen seitens Deutschland an die Ukraine gehen, insbesondere um die Lieferung von schweren Waffen und auch um die Ausbildung von Ukrainern und Ukrainerinnen an eben diesen Waffensystemen. Ist das legitim? Sollte Deutschland das machen? Verärgern wir damit Putin bzw. greifen wir damit zu sehr in den Krieg ein? All das sind Fragen, die diskutiert werden. Und ich habe da natürlich auch wieder meine ganz eigene Meinung. Aber jetzt wollte ich erstmal auf die einzelnen Parteien abzielen und mir hier insbesondere einmal die politischen Ränder anschauen, nämlich die AfD und die Partei Die Linke. Und zwar erstmal möchte ich mir die AfD angucken, und zwar habe ich hier ein Video von Frontal rausgesucht auf dem Kanal ZDF Heute Nachrichten mit dem Titel Putin-Versteher und Kritiker in der AfD. Und hier spricht jetzt der AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft zu den Waffenlieferungen. Man beachte schon mal sein PIN oder seine Anstecknadel an seinem Revers. Auch interessant, dass er das trägt, und auch seine Aussage passt zu dem, was er da am Revers trägt. Wenn man sich anschaut, wer diese Wahlen gewonnen hat, wer die Wahlgewinner waren, das waren diejenigen, die vorangegangen sind und haben gesagt, wir machen das jetzt, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf für Selbstbestimmung. Und diejenigen, die in der Frage gezaudert haben, die sind als Wahlverlierer eigentlich vom Tisch gegangen. Kraft ist einer von vier AfD-Abgeordneten, die für Waffenlieferungen an die Ukraine stimmten, gegen die Parteilinie. Auch Roger Beckkamp unterstützt die Ukraine, nicht Russland. Insofern ist das jetzt auch ein patriotischer Abwehrkampf gegen so eine imperiale Macht, gegen einen. Also ist auch ganz interessant, die sehen das natürlich aus ihrer patriotischen Sicht. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, also was ich persönlich immer ein bisschen merkwürdig an der AfD finde, die sind ja eben teilweise nicht einfach nur pro Deutschland, sondern pro Patriotismus in allen möglichen Ländern, jedenfalls diese beiden Abgeordneten jetzt hier. Und die argumentieren eben aus dieser patriotischen Sicht für Waffenlieferungen an die Ukraine, fand ich auch sehr interessant. Damit sind sie in ihrer Partei zwar in der Minderheit, aber man sieht eben auch am Beispiel der AfD, dass dieses Thema umstritten ist. Und selbst in der AfD, die sonst immer eine sehr, sehr klare Haltung zu allen möglichen Themen hat, oft eine sehr bekloppte, aus meiner Sicht bekloppte Haltung, aber eben doch sehr, sehr klar, fraktionsübergreifend, da scheren nicht so wirklich viele aus. In dem Fall ist das allerdings schon der Fall. Genau, und dann gibt es eben auch noch die Linke. Allen voran Sarah Wagenknecht, habe ich den Eindruck. Und um Sarah Wagenknecht scharen sich etliche Abgeordnete der Linken, die ihre Position unterstützen und ihre Fürsprecherinnen und Fürsprecher sind. Und da habe ich mir eine Rede, eine relativ aktuelle Rede von der Bundestagsabgeordneten Jacqueline Narstitsch herausgesucht. Die stammt vom 12. Mai, also von gestern. Also eine ziemlich aktuelle Rede aus dem Deutschen Bundestag, und da hören wir sofort mal rein. Ich kann schon mal vorweg sagen, Narstitsch ist eine von denjenigen, die die Linie um die Abgeordnete Wagenknecht unterstützen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man wolle keine Eskalation provozieren, heißt es von Regierungsmitgliedern seit Wochen. Und das ist vollkommen richtig.
Die Linke verurteilt diesen verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine aufs Schärfste. Da sind sich tatsächlich auch alle Fraktionen einig. Also es wird jetzt auch niemanden, naja, obwohl, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber selbst in der AfD scheint das Konsens zu sein, dass dieser verbrecherische Angriffskrieg, den würden die auch so bezeichnen, abgelehnt wird oder sogar, wie sie hier sagt, aufs Schärfste verurteilt wird. Auch in der Linken ist das der Fall, aber es gibt dort eben Einschränkungen, wie auf diesen Krieg reagiert werden soll. Aber sie kann natürlich hier an der Stelle für die ganze Fraktion Die Linke sprechen. Also die komplette Linke lehnt natürlich den Krieg, so wie er geführt wird, ab und sieht auch ganz klar Putin als Schuldigen in diesem Konflikt. Das Leid der Menschen muss umgehend beendet werden. Die Waffen müssen schweigen. Möglich ist das aber nur, wenn man miteinander redet. Und die Beschlüsse dieses Hauses, aber auch einige Taten sprechen leider eine andere Sprache. Am 28. April wurde hier eine weitere. Auch da würde ich jetzt schon nicht mehr zustimmen. Also ja, den Krieg beenden so schnell wie möglich. Ja, aber nicht um jeden Preis. Also die Linke ist ja seit jeher eine pazifistische Partei und lehnt auch Waffenlieferungen oder lehnte in der Vergangenheit Waffenlieferungen ab, militärische Konflikte sollten seitens Bundesregierung vermieden werden, grundsätzlich, also auch irgendwelches Engagement im Ausland sollte möglichst nicht durch Soldaten und Waffen geschehen, sondern eben ausschließlich über humanitäre Hilfe. Und leider Gottes, also aus meiner Sicht leider Gottes, bleibt die Linke bei dieser Einstellung auch im aktuellen Konflikt um die Ukraine. Wie ihr wisst, ich sag's ja immer wieder, ich habe jahrelang die Linke gewählt. Ich bin jetzt allerdings aufgrund dieser Rede dazu übergegangen, also nicht nur aufgrund dieser Rede, aber aufgrund dieser und vieler anderer Reden und Einstellungen von Politikern der Linken, bin ich dazu übergegangen, mir sehr, sehr stark zu überlegen, ob ich diese Partei während dieses Konfliktes weiterhin unterstützen kann, weil ich die Position einfach nicht vertrete, die die da vertreten. Es gibt ja auch noch viele, viele andere wichtige politische Haltungen, auch innenpolitische, die wichtig sind. Aber ich finde, dass dieser aktuelle Konflikt schon momentan das Wichtigste ist, was es momentan so auf der politischen Agenda gibt. Und dementsprechend kann ich die nicht mehr unterstützen. Aber das ist jetzt einfach nur so mal so ein bisschen meine eigene persönliche Einstellung damit reingebracht. Hören wir erstmal, was die Frau Nastic hier weiter zu sagen hat. Hochgefährliche Entscheidung getroffen. Nach leichten sollen nun schwere Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert werden und mittlerweile werden ukrainische Soldaten auf deutschem Gebiet ausgebildet. Meine Damen und Herren, da gibt's Applaus, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Seite der CDU. Ist das CDU oder ist das? Ne, ich glaube, das ist die FDP. Ja, doch, das müsste die FDP sein, die hier applaudiert. Abgeordnete der FDP. Es wurde ja umgesetzt, dass die CDU jetzt mittlerweile neben der AfD sitzen muss. Da hatten die sich natürlich gegen gewehrt. Die FDP wollte aber nicht mehr neben denen sitzen und hat sich jetzt auch innerhalb der Regierung dann durchsetzen können. Und es wurde tatsächlich geändert. Die CDU muss jetzt neben der AfD sitzen. Was ich einfach nur lustig finde und schön finde an der ganzen Geschichte ist, keiner möchte neben der AfD sitzen. Absolut zu Recht aus meiner Sicht. Allein innerhalb der ersten. Ah, ich sehe auch gerade ein bisschen Applaus. Ja doch, das müsste von der FDP kommen. Ja, ganz links sitzt die Linke. Dann kommt die SPD, daneben dann die Grünen in der Mitte mehr oder weniger. Neben den Grünen die FDP, von denen kam der Applaus und dann die CDU und dann die AfD. 8 Kriegswochen wurden Rüstungsgüter im Wert von mindestens 192 Milliarden an die Ukraine geliefert. Waffen führen aber nicht dazu, dass dieser schreckliche Krieg endet. Das ist richtig, das ist vollkommen korrekt. Das führt wahrscheinlich eher noch dazu, dass der Krieg weiter anhält und auch leider Gottes, dass die Opferzahlen weiter steigen. Und da ist jetzt natürlich ein extremer Konflikt, weil einerseits kann ich die Position der Frau Nastic irgendwie verstehen, natürlich, oder auch überhaupt der Linken verstehen,
oder derjenigen in den Linken, die sagen, ja, aber diese Waffen, die führen doch zu nichts und beziehungsweise beenden sie erstmal einfach auch nicht den Krieg. Das ist richtig, das sehe ich genauso. Und wahrscheinlich führen diese Waffen auch dazu, dass, ja, weiß ich nicht, das kann man auch noch mal ein bisschen kritisch sehen, dass da noch mehr Leid entsteht. Andererseits, wenn die Ukraine sich einfach geschlagen gibt und die Russen da einmarschieren, weiß ich nicht, ob es dann nicht auch viel, viel Leid gibt, das jetzt dadurch verhindert werden kann, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer weiterhin in der Lage sind, sich zu verteidigen. Das kann man so und so sehen. Ist wahrscheinlich beides Mist aus meiner Sicht. Aber hören wir erstmal weiter. Sie führen zu noch mehr Tod, Leid und Zerstörung. Das ist richtig, das sehe ich genauso. Fragen Sie gerne meinen Kollegen Gregor Gysi und Gerhard Trabert. Das finde ich erstaunlich, dass sie an der Stelle Gysi erwähnt, weil Gysi ist für mich, also aus meiner Sicht, nach allem, was ich von ihm gehört habe, ja, auf der anderen Seite, ne? Es gibt ja einmal die Wagenknecht-Seite, nenne ich sie jetzt einfach mal, und dann gibt's aus meiner Sicht die Gysi-Seite. Gysi hatte sich darüber beschwert, dass die Linke da vehement an alten pazifistischen Vorstellungen festhält, hatte das auch kritisiert in einem, glaube ich, offenen Brief oder so, da komme ich aber gleich noch zu, das hatte ich mir rausgesucht, aber noch nicht in Gänze gelesen. Jedenfalls erstaunlich, dass sie hier auf Gysi referenziert und nicht auf Wagenknecht oder irgendeinen anderen Politiker aus der Linken, der da eher auf der Wagenknecht-Linie sich befindet. Sie wurden auf Ihrer Reise in die Ukraine von Betroffenen, vor allem nach humanitärer Hilfe, nach medizinischer Versorgung und Nahrung gefragt und nicht nach Kriegsgerät. Naja, aber das ist ja schon so, dass die ukrainische Regierung den Westen da schon massiv unter Druck gesetzt hat, auch tatsächlich sogar gefordert hat, dass der Westen eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichtet, beziehungsweise den ukrainischen Luftraum mitkontrolliert, was ja im Ernstfall dazu führen würde, dass NATO-Jets beispielsweise russische Kampfjets abfangen müssten, wenn die sich über ukrainischem Gebiet befänden, und da müssten sie natürlich wirklich direkt in den Krieg eingreifen. Das wäre nochmal eine weitere Eskalationsstufe. Momentan ist es ja in Anführungsstrichen nur so, dass wir schwere Waffen liefern seitens Deutschland und auch auf deutschem Boden Ukrainerinnen und Ukrainer, ukrainische Soldaten ausbilden an diesem Kriegsgerät. Aber wir greifen jetzt nicht direkt mit unseren Truppen irgendwelche russischen Streitkräfte an. So weit geht's dann eben nicht. Also man muss da natürlich immer gucken. Es gab mehrere Eskalationsstufen. Erstmal hat der Westen natürlich schon immer Sanktionen gegen Russland verhängt. Also nicht schon immer, aber das ist schon eine ganze Weile her. Spätestens seit der Annexion, der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, gab es diese Sanktionen, und die wurden immer schärfer und schärfer mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Einstieg Russlands in diesen Konflikt, also mit dem direkten Einstieg, muss man ja sagen. Also Russland hat sich ja schon immer an diesem Konflikt beteiligt, auch damals schon vor dem direkten Ukraine-Krieg, als im Donbass beispielsweise gekämpft wurde, oder auch eben, wie gesagt, mit der Annexion der Krim sind die dann eben eingestiegen in den Krieg, und die Sanktionen wurden stärker. Es gab eine weitere Eskalation sozusagen, nicht seitens des Westens, sondern seitens Russland, ne? Also durch diese Annexion der Krim und eben auch den Kampf von Truppen in der Ukraine, von russischen Truppen in der Ukraine unter, ja, die haben nicht direkt unter russischer Flagge sozusagen gekämpft oder nicht mit russischen Hoheitsabzeichen, aber es waren offensichtlich russische Truppen, die dort schon vor dem richtigen Krieg in der Ukraine gekämpft haben. Und dementsprechend natürlich auch Sanktionen des Westens. Natürlich auch aufgrund von vielen, vielen anderen Dingen Sanktionen des Westens. In Destabilisierung Russlands, des Westens. Ja, also oder Russland wollte oder möchte auch immer noch natürlich den Westen destabilisieren. Beispielsweise indem die AfD in Deutschland unterstützt wird oder eben auch durch das Hacken des Bundestages seitens Russland. Das ist ja mehr, also fast schon eindeutig, dass der Kreml hinter diesen Hacking-Attacken steckt. Aber gut, hören wir erstmal weiter, was die Frau Nastitsch hier zu sagen hat.
Sie aber riskieren eine gefährliche Auswahl. Oder nee, also ich wollte den Gedanken noch zu Ende bringen. Es gibt eben so eine Eskalationsstufe, erstmal in Anführungsstrichen leichtere Sanktionen seitens des Westens gegenüber Russland, dann immer stärkere Sanktionen, dann kommt der Kriegseintritt oder der offizielle, ja, also aus Sicht des Westens ist Russland offiziell im Krieg. Russland selbst würde das natürlich jetzt bestreiten, ist natürlich auch Quatsch, wenn Putin das macht, aber momentan ist es noch so. Und ja, diese Sanktionen, die werden eben immer schärfer und immer schärfer. Und der Westen reagiert jetzt eben auch, oder Deutschland reagiert nun auch damit, oder zunächst mal haben wir ja damit reagiert, dass wir nicht direkt Kriegsgerät in die Ukraine verschifft haben, aber es gab ja diese Lieferung von beispielsweise diesen Helmen, die wir geschickt haben, wofür wir viel gescholten wurden. Aber ich fand es in Ordnung. Es war erstmal eine Geste. Ja, es war erstmal eine Geste. Dann gab es tatsächlich auch die Lieferung von Waffen. Jetzt gibt es die Lieferung von schweren Waffen. Und nochmals eine weitere Eskalation ist nun, dass die ukrainischen Soldaten auf deutschem Boden an Kriegsgerät ausgebildet werden, und auch der wissenschaftliche Dienst sieht das so, aber das also sieht darin eine Eskalation, aber dazu sage ich gleich noch mehr. Und in meinem letzten Video zu Christian Solmecke wird das auch schon angesprochen, dass eben dieser wissenschaftliche Dienst da sagt, ihr verlasst hier mindestens mal den gesicherten Bereich. Ihr begebt euch hier in eine rechtliche Grauzone, die es offensichtlich eben schon gibt, lieber Herr Solmecke. Und also völkerrechtlich könnte dies bereits als Kriegseintritt Deutschlands gewertet werden, ist aber noch eine Grauzone. So der wissenschaftliche Dienst, oder könnte auch als Grauzone gewertet werden. Aber hören wir erstmal weiter, was die Dame hier zu sagen hat. Dieses Krieges vielleicht sogar nach Deutschland. Und ich zitiere. Ich spule mal noch mal kurz zurück. Nicht nach Kriegsgerät. Sie aber riskieren. Nee, also das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, die ukrainische Regierung, die hat ja doch nach Kriegsgerät gefragt und wie gesagt sogar danach gefragt, den Luftraum durch die NATO über der Ukraine zu sichern. Ja, also das wäre ja schon ein direkter Eintritt. Also das wäre wirklich ein direkter Eintritt in den Krieg, wenn plötzlich NATO-Jets auf russische Jets schießen müssten, weil die NATO da den Luftraum sichern wollte oder müsste. So weit gingen die Ukrainer ja schon, die ukrainische Regierung. Und ja, natürlich, humanitäre Hilfe ist auch sehr, sehr wichtig. Da hat die Frau Nastic ja recht, und auch die Nachfrage danach besteht ja absolut. Vielleicht sogar mehr noch als nach Kriegsgerät, das behauptet sie hier, das kann ich nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall gibt es eben auch den Wunsch seitens der ukrainischen Regierung nach Kriegsgerät, nach der Ausbildung an diesem Kriegsgerät und wie gesagt sogar an der Sicherung des Luftraumes. Soweit kommt es zum Glück nicht mit der Sicherung des Luftraumes, das wäre eine weitere Eskalationsstufe, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Deutschland da so weit ginge. Eine gefährliche Ausweitung dieses Krieges, vielleicht sogar nach Deutschland. Und ich zitiere ihn. Naja, also ich glaube, das kann ich wirklich. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Krieg sich jetzt wirklich auch bis nach Deutschland ausdehnt, weil Putin eben auch massive Probleme hat, überhaupt die Ukraine zu nehmen. Und woran liegt das? An den Waffenlieferungen unter anderem. Ja, man muss es ja so sagen. Oder an der Unterstützung des Westens oder der NATO für die Ukraine. Ne? Also wenn das nicht gewesen wäre mit vielen, vielen Milliarden Euro oder vielen, vielen Milliarden Dollar, je nachdem, wie man das umrechnen möchte. Durch diese Unterstützung bleibt die Ukraine da am Ball. Die können sich weiter verteidigen. Und vor allen Dingen, was ich auch schon mal erwähnt habe, aber was ich für sehr, sehr wichtig halte, sie wollen sich auch verteidigen. Es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass die NATO hier sagt, hier, ihr müsst euch jetzt verteidigen, wir geben euch Geld und jetzt kämpft mal. Sondern es ist, wie gesagt, andersrum so, dass die Ukraine sagt, wir wollen uns verteidigen, liefert uns bitte Kriegsgerät, bildet uns aus oder sogar noch mehr. Und ja, also es ist keine Einseitigkeit seitens der NATO oder des Westens, sondern die Forderung geht hier klar von der Ukraine aus. Die NATO unterstützt gerne, aber es ist erstmal so, dass die Ukraine fordert.
gerne auch den Sachstand des wissenschaftlichen Dienstes zu ihren. So, ich spule noch mal kurz zurück. Und dieses Krieges vielleicht sogar nach Deutschland. Und ich zitiere ihn gerne auch. Nee, also wie gesagt, der Krieg in der Ukraine wird aus meiner Sicht nach allem, was ich gehört habe, sehr, sehr lange. Das sagen Expertinnen und Experten. Ich bin kein Experte, ja. Das unterstellen mir ja immer viele, ich würde so tun, als wäre ich ein Experte für Klimatologie oder für Militär oder für Virologie oder irgendwie sowas oder ein Pandemie-Experte. Bin ich absolut nicht, bin ich alles nicht. Wie gesagt, ich bin derjenige, der den Expertinnen und Experten vertraut und die sagen ziemlich übereinstimmend, der Krieg in der Ukraine wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern, weil, naja, es liegt ja auf der Hand, ne? Also der Westen unterstützt die Ukraine massiv und Russland möchte da aber gerne Erfolge sehen und möchte da gerne, ja, kann ja auch sein Gesicht nicht wahren, wenn die jetzt da einfach abmarschieren würden. Das heißt, die werden da weiterhin auf ihre Ziele in der Ukraine pochen, welche Ziele das auch immer sein mögen. Aus meiner Sicht vollkommen irrational, da irgendwelche Städte wie Mariupol in Schutt und Asche zu legen, nur um hinterher zu sagen, hey, wir haben jetzt hier eine Stadt erobert, ist einfach Quatsch. Ne? Und das Ding ist halt auch, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sind ja nicht, die wehren sich ja trotzdem weiter. Und die wollen ihre Städte auch gerne wieder zurückhaben. Und ja, also das ist ein Hin und Her und es gibt keine wirklichen Erfolge. Kiew ist bei weitem nicht gefallen. Im Osten wird immer noch gekämpft, selbst im Donbass und Luhansk wird gekämpft. Es ist nicht so, dass selbst diese Regionen, ja, jetzt einfach schon komplett unter russischer Kontrolle. Natürlich gibt es da auch Gebietsgewinne seitens der Russen im Osten, natürlich vor allen Dingen da, denn genau da will Russland ja zunächst mal Gebietsgewinne erzielen, beziehungsweise die Kontrolle erobern. Auch im Südosten mit Mariupol beispielsweise oder ja, also es soll so eine Art Zone zwischen der Krim und dem Osten existieren, die komplett von Russland kontrolliert wird. Das, so habe ich das rausgehört, auch von Militärexperten, so ist wohl Ziel Russlands zunächst. ASKL hatte da letztens was ganz Interessantes gesagt, dass die eigentlich Kiew nur angegriffen haben, weil die da die Truppen im Norden binden wollten, also die ukrainischen Truppen im Norden binden wollten, um dann aber im Osten eine Offensive zu hochzufahren und dann eben schnell im Osten voranzukommen. Hat nicht funktioniert, es wird weiterhin gekämpft, auch im Osten und wie gesagt, es wird lange dauern, es wird lange, lange dauern, bis dieser Krieg entschieden wird, bis es da vielleicht irgendwann mal eine diplomatische Lösung gibt oder nicht. Und sie sagt jetzt hier, naja, dieser Krieg, der wird sich jetzt auch auf Deutschland ausweiten können. Das sehe ich wirklich absolut nicht. Also selbst in der Ukraine, selbst im Osten der Ukraine, ja, also da könnte man jetzt denken, ja, okay, Russland nach irgendwie so ein paar Wochen Krieg hat Russland den Osten unter der Kontrolle. Pustekuchen, selbst dort gibt es immer noch Kämpfe, selbst dort muss Russland weiter intervenieren und dementsprechend kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass Russland da auch auf oder nach Deutschland irgendwie vorrücken würde oder dann müssten sie erstmal irgendwie durch Polen, sagen wir mal, durch oder also ich meine, die Ukraine ist kein direktes Nachbarland Deutschland, da gibt es ja eben auch noch einen Puffer, sage ich jetzt mal, hört sich jetzt fies an, aber ist ja so. Das Einzige, was sein könnte, wäre natürlich ein Atomkrieg. Das ist eine Sache, die kann ich verstehen, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch, das wird die Dame hier noch erwähnen. Den Sachstand des wissenschaftlichen Dienstes zu ihrem Beschluss. Zitat, wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Sie machen Deutschland zunehmend zur Kriegspartei und das ist unverantwortlich. Das, ja, das stimmt. Also kann man schon so sagen, der wissenschaftliche Dienst sieht das auf jeden Fall so. Solmecke hatte das ja erwähnt, habe ich auch erwähnt über Solmecke in meinem letzten Video, dass der wissenschaftliche Dienst da eben eine Verschärfung des Konfliktes Russland und Deutschland sieht.
Wie gesagt, es ist eine rechtliche Grauzone mittlerweile. Vorher war es eben noch keine rechtliche Grauzone. Also allein die Lieferung von Helmen oder eben ja, finanzielle Unterstützung der Ukraine war jetzt noch nicht, oder auch humanitäre Unterstützung der Ukraine war jetzt noch nicht unbedingt eine Grauzone. Also rein völkerrechtlich war es so, dass Deutschland da noch nicht als Kriegspartei angesehen werden konnte. Jetzt mit der Lieferung von schweren Waffen und vor allen Dingen auch mit der Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten der Ukraine innerhalb von Deutschland ist das eben anders. Da sagt der wissenschaftliche Dienst, naja, jetzt habt ihr den gesicherten Bereich verlassen, jetzt ist es nur noch eine Grauzone oder ihr seid sogar schon Kriegspartei. Da muss ich wirklich sagen, mag ja so sein, dass der wissenschaftliche Dienst das so sieht. Rein rechtlich ist das bestimmt so. Die haben das ja geprüft. Wie gesagt, sind Experten. Ich vertraue den Experten und sage erstmal, okay, wenn ihr das so geprüft habt und ihr das so seht, ist in Ordnung. Kann ich jetzt erstmal überhaupt nichts gegen sagen. Beziehungsweise akzeptiere ich einfach erstmal das Ergebnis des wissenschaftlichen Dienstes. Aber was hat das für Konsequenzen? Das ist die Frage. Und aus meiner Sicht ist die einzige wichtige Konsequenz aus diesen Waffenlieferungen und aus diesen Ausbildungen auf deutschem Boden das, was Putin dazu sagt, beziehungsweise das, was wie Putin diese ganze Geschichte sieht, weil das ist doch das einzig Entscheidende. Wenn Putin sagt, ja, okay, ihr liefert jetzt zwar Waffen an die Ukraine, aber ihr seid für mich damit noch lange keine Kriegspartei, dann ist das natürlich eine Eskalation. Aber wenn Putin sagt, naja, okay, also der gesamte Westen liefert ja irgendwie und die ganze NATO unterstützt die Ukraine, Deutschland auch, ja, aber wir sehen jetzt Deutschland nicht als exponierte Kriegspartei und müssen Deutschland jetzt dringend mal angreifen oder irgendwie sowas, ja, dann spielt das aus meiner Sicht alles gar keine Rolle. Und man muss eben auch dazu sagen, was kümmert denn bitte sehr Putin das Völkerrecht? Ich meine, das ist ja, das wird ja auch immer und immer wieder gesagt, es ist ja ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das heißt, das Völkerrecht interessiert Putin nicht die Bohne, sonst würde er halt diesen Krieg auch einfach nicht führen. Und dementsprechend, warum zum Geier sollten wir da jetzt ganz, ganz besonders auf das Völkerrecht gucken, wenn derjenige, der diese ganze Sache ausgelöst hat, wenn der eben, wenn den das Völkerrecht gar nicht so wirklich interessiert und der eben gegen das Völkerrecht verstößt, indem er diesen Krieg führt. Und dementsprechend. Ich habe einen Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Das ist richtig, das hat dazu recht. Sie machen Deutschland zunehmend zur Kriegspartei und das ist unverantwortlich. Ob das, ein Unsinn ist das nicht, jetzt den Zwischenruf kann ich nicht verstehen, zunehmend zur Kriegspartei aufgrund des wissenschaftlichen Dienstes. Ne? Also aufgrund dieser Aussagen kann man das schon so sehen, ist richtig. Ob das unverantwortlich ist oder nicht, da kann man schon sagen, naja, das ist schon Unsinn. Ne? Also vielleicht bezog sich der Zwischenruf ja auch darauf. Wie war das jetzt noch gleich? Entschuldigt. Den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Sie machen Deutschland zunehmend zur Kriegspartei und das ist unverantwortlich. Ja, also unverantwortlich finde ich es nicht, aber dazu komme ich dann gleich noch. 28 Prominente. Und man muss auch hier mal ganz genau drauf achten, wer hier bei der Linken klatscht und wer nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Auch interessant. Und man sieht ja dann auch immer die Zustimmung zu dieser Rede. Sie machen Deutschland zunehmend zur Kriegspartei und das ist unverantwortlich. So, alle klatschen, Rixinger auch. Ja doch, die komplette Fraktion klatscht bei dieser Aussage. Also man kann schon sagen, die momentan anwesenden Abgeordneten der Fraktion Die Linke unterstützen diese Rede momentan zu 100%. Das muss ich ja erwähnen, weil das bei dieser Streitfrage eben nicht hundertprozentig klar ist. Einen offenen Brief Kanzler Scholz. Mittlerweile haben diesen Brief auch fast 270.000 Menschen unterzeichnet. Sie warnen vor dem Irrtum, die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt gehe alleine den ursprünglichen Aggressor an. Nehmen Sie endlich die berechtigten Sorgen der Bevölkerung ernst. Das ist eine Aussage, die unterstütze ich auch. Also ich meine, ich verstehe auch, dass Menschen Angst haben
vor einem atomaren Konflikt. Jetzt kann ich es dann doch endlich auch mal ansprechen. Sie tut es ja auch gerade hier. Die Menschen haben Angst vor diesem atomaren Konflikt, dass Putin wirklich durchdreht. Ich meine, er ist ein unberechenbarer Diktator, sonst hätte er ja nicht die Ukraine angegriffen, obwohl wirklich massiv auf ihn eingewirkt wurde und immer wieder über Diplomaten versucht wurde, ihn davon abzuhalten, ist er einfach einmarschiert, hat diese Diplomaten belogen, insbesondere Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, belogen und gesagt, naja, ich werde da schon nicht intervenieren, und dann kam es eben doch genau so. Ich verstehe Leute, die sagen, ja, wir haben jetzt aber Angst vor einem atomaren Konflikt, liefert mal bitte keine Waffen an die Ukraine, beziehungsweise bildet auch die Leute da nicht aus und haltet euch möglichst aus diesem Konflikt raus. Kann ich auf eine gewisse Weise auch verstehen, auch wenn es wie gesagt nicht meine Position ist. Angst vor einem atomaren Konflikt zu haben, das ist ja absolut berechtigt, das ist in Ordnung. Ich meine, das ist direkt vor unserer Haustür und ich verstehe es auch irgendwo, aber es ist doch wirklich, also ich meine, er ist schon ein unberechenbarer Diktator und dementsprechend kann man da auf jeden Fall wirklich auch Angst vor so einem atomaren Konflikt haben. Aber was hat dieser Mensch davon oder was hat Russland davon, wenn Russland hier tatsächlich rot sieht und den Einsatz von Atomwaffen tatsächlich in Erwägung zieht? Ja, also beziehungsweise wir achten auch darauf, das muss vielleicht auch ein bisschen genauer beleuchtet werden, um der Bevölkerung die Angst vor diesem atomaren Konflikt zu nehmen. Wir beobachten natürlich, wir wissen, unsere Geheimdienste wissen, wo Russland Atomwaffen stationiert hat. Und wir wissen, wie es aussieht, wenn diese Atomwaffen hochgefahren werden, wenn die tatsächlich einsatzbereit gemacht werden. Und wenn wir das sehen, dann ja, dann gibt's DEFCON 1. Nee, keine Ahnung, was das. Also tut mir leid, dass ich da jetzt. Eigentlich gibt, ist das nicht zum Lachen, weil so ein Atomkrieg ist natürlich der absolute Super-GAU, aber mir bleibt da schon fast nichts anderes übrig, als darüber zu lachen, weil natürlich, also das ist meine Art und Weise, mit solchen Konflikten umzugehen. Wenn ich keinen Humor mehr habe, dann kann ich mich auch gleich einsagen lassen. Deswegen, also nehmt mir das nicht übel, wenn ich an der einen oder anderen Stelle lache. Das ist nicht zynisch gemeint, sondern einfach nur meine Art und Weise, mit diesem sehr, sehr furchtbaren Konflikt umzugehen an mancher Stelle. Nee, aber ganz ehrlich, also Putin wird das nicht machen, aus meiner Sicht. Ne? Also er hat nichts davon, einen Atomkrieg mit der NATO zu riskieren. Das will er auch nicht. Er will ja, das ist ja ganz offensichtlich die Stärke, die alte Stärke der Sowjetunion zurückhaben. Was nutzt ihm das, wenn er da jetzt einen Atomkrieg mit der NATO provoziert? Also Russland hat ein sehr, sehr großes Atomwaffenarsenal, aber dass der jetzt wirklich jeden einzelnen mit Atomwaffen bestückten NATO-Staat in Schutt und Asche legt, bevor es da einen Gegenschlag gibt, das glaubt Putin selber nicht. Also so blöd kann er nicht sein. Das heißt, wenn er einen Atomkrieg mit der NATO tatsächlich heraufbeschwört und den auslöst, dann muss er absolut damit rechnen, dass Russland danach eine komplett verstrahlte und komplett zerstörte Wüste ist. Und das will er natürlich nicht. Er will ja auch nicht sterben. auch wenn ich jetzt lache, das ist auch wieder nicht zynisch gemeint, sondern ich muss einfach, naja, egal, ich habe es erklärt. So, und Putin hat nichts davon. Also dadurch hat er auch nicht Russland wieder zu einer Sowjetunion 2.0 gemacht, sondern eben ganz im Gegenteil in die Steinzeit zurückkatapultiert oder noch weiter zurück. Und das will er nicht, das liegt nicht in seinem Interesse. Und dementsprechend möchte der Kreml und möchten auch die hochrangigen Militärs natürlich so einen Atomkrieg um jeden Preis vermeiden. Das sagt auch Lavrov, der russische Außenminister, dass das natürlich auf keinen Fall irgendwie im Interesse Russlands ist. Und das ist auch logisch und nachvollziehbar. Und selbst wenn Putin jetzt komplett geisteskrank wäre und sagen würde, jetzt beschießen wir aber alle Länder der Welt, die gegen uns sind, mit Atomwaffen, dann gibt es da immer noch Leute, die sagen, jetzt ist er komplett verrückt geworden, jetzt muss er beseitigt werden oder irgendwie sowas. Ja, also ich glaube auch nicht, dass
dass, also da müsste Putin schon persönlich auf diesen roten Knopf drücken und eine Atomwaffe abschießen. Das kann er aber nicht ganz alleine. Dafür ist er wahrscheinlich auch, dazu ist er wahrscheinlich gar nicht in der Lage. Da braucht er natürlich Helferinnen und Helfer und spätestens die würden schon, glaube ich, sehen, ja, okay, also so hirngewaschen können die dann auch nicht sein, dass die sagen, ja, ja, auf jeden Fall, wir müssen einen Atomkrieg mit der ganzen restlichen Welt provozieren und auslösen, das ist Quatsch. Ne? Also spätestens die würden dann sagen, nee, also jetzt reicht's, jetzt müssen wir diesen verrückten Diktator loswerden. Hoffe ich jedenfalls mal. Oder nicht vielleicht unbedingt loswerden, aber diesen Befehl führen wir einfach nicht aus, weil wir wissen, was daraufhin folgt. Ich verstehe die Angst, die ist berechtigt, die sie hier vorbringt, die Frau Nastic, aber halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und warum, habe ich jetzt gerade lang und breit erklärt. Kommen Sie der besonderen historischen und politischen Verantwortung Deutschlands für den Frieden in Europa nach. Genau das tun wir. Der Kanzler selbst. Auch sehr interessant, dieser Zwischenruf hier. Genau das tun wir, Frieden in Europa. Naja, weiß ich nicht. Also, es hat für mich nichts mit Frieden zu tun. Es existiert gerade ein Krieg auf europäischem Boden, direkt an der Grenze der Europäischen Union, in einem souveränen Staat, der die Ambition hat, der Europäischen Union und der NATO beizutreten. So, ja, das ist ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Und das kann man nicht einfach wegbügeln und sagen, ja, hier Pazifismus und so. Das ist einfach so. Wir haben diesen Krieg und wir haben ihn nicht selber ausgelöst und auch die Ukraine, naja, weiß ich nicht, hat die Ukraine den Krieg ausgelöst? Manche würden jetzt wieder sagen, naja, Ukraine hat sich im Osten des Landes eben auch gegen diese pro-russischen Separatisten massiv zur Wehr gesetzt, auch da Menschen, Zivilisten angegriffen oder Leuten verboten, Russisch zu sprechen und auch Kriegsverbrechen verübt, mag sein, ja, aber da jetzt davon zu sprechen, dass die Ukraine selbst diesen Krieg heraufbeschworen hat, das ist auch komplett Quatsch. Also das, was jetzt seitens Russland gemacht wird, nämlich massiv Zivilistinnen und Zivilisten anzugreifen in der Ukraine, zivile Infrastruktur anzugreifen, zivile Gebäude anzugreifen, das hat denen niemand aufgezwungen, sondern das hat Putin ganz von alleine entschieden und er hätte auch ganz genauso gut anders entscheiden können, hat aber nicht gemacht und dementsprechend geht die Aggression hier ganz, ganz eindeutig, vielleicht nicht zu 100%, aber sagen wir mal zu, naja, ich will mich da auch nicht auf irgendwelche Prozentzahlen festlegen, aber nicht komplett, aber hauptsächlich von Russland aus und von Putin aus, muss man ja immer dazu auch noch sagen. Hat ja gewarnt und versprochen, alles zu tun, um eine Eskalation. So, gehen wir noch ein bisschen zurück hier nochmal. Nehmen Sie endlich die berechtigten Sorgen der Bevölkerung ernst. Das finde ich richtig. Die berechtigten Sorgen der Bevölkerung sollte man auf jeden Fall ernst nehmen, aber eben auf mit Hilfe von Aufklärung, dass man eben sagt, Putin hat nichts davon, einen Atomkrieg gegen Deutschland zu führen. Oder auch irgendwie, und auch sonst, also ich meine, Putin ist gebunden in der Ukraine. Die haben nicht die Kapazitäten, jetzt auch noch in Polen oder in Deutschland oder im Baltikum den Krieg zu führen. Oder Moldawien oder Georgien, ja, das könnte man ja alles denken, aber nee, selbst in der Ukraine, selbst im Osten der Ukraine kommen die momentan nicht wirklich weiter. Wie sollen die da noch einen Krieg gegen das Baltikum oder gar Deutschland führen? Also halte ich für ausgeschlossen. Und wie gesagt, dann bleibt nur noch die Option Atomkrieg. Und das will Putin, das will Russland nicht. Weil dann steht auch ganz, ganz massiv dieses Ziel, Sowjetunion 2.0 wieder zu etablieren, auf der Kippe, beziehungsweise nicht auf der Kippe, sondern eben auf dem Spiel. Und wäre dann natürlich ganz klar, dass die NATO da zurückschlägt und Russland in Schutt und Asche legt. Kommen Sie der besonderen historischen und politischen Verantwortung Deutschlands für den Frieden in Europa nach. Genau das tun wir. Der Kanzler. Ja, das finde ich auch, dass die das tun, weil, naja, Frieden nicht, also doch, nee, Frieden ist das jetzt ja nicht, aber es ist ja, das ist ja gerade das Ding. Wie gesagt, das habe ich ja gesagt, wir haben Krieg, und man kann jetzt nicht irgendwie einer historischen, wie hat sie das formuliert? Entschuldigt. Kommen Sie
der besonderen historischen und politischen Verantwortung, der historischen und politischen Verantwortung für den Frieden in Europa sollen wir nachkommen. Wie denn? Es gibt einen Krieg in Europa und wir haben ihn nicht heraufbeschworen, die Ukraine auch nicht wirklich. Ja, das ist wohl zu hauptsächlich Russlands Schuld, dass jetzt dieser Krieg da existiert. Und wie sollen wir denn da einer Verantwortung für den Frieden nachkommen? Das geht doch gar nicht. Dieser Krieg, der existiert und Russland wird von diesem Krieg nicht ablassen. Wir haben es versucht, wir haben es wirklich massiv versucht, diesen Krieg auf diplomatischem Wege zu verhindern. Was ist passiert? Wir wurden angelogen seitens des Kreml. Und jetzt sollen wir weiter mit dem diskutieren, oder wie? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist ein souveräner Staat, der hat das Recht, sich zu verteidigen. Und wenn wir diesem souveränen Staat helfen bei der Verteidigung, finde ich das absolut gerechtfertigt. Das ist nämlich eine Verantwortung, dass wir nicht die Ukrainerinnen und Ukrainer im Stich lassen, sondern denen helfen, sich zu verteidigen. Denn das wollen die auch und das fordern die auch von uns, dass wir denen helfen. Und ich finde das richtig und gut so. Deutschlands für den Frieden in Europa nach. Und das tut mir schon so ein bisschen in der Seele weh, weil ich jetzt nicht nur ASKL massiv kritisieren muss, sondern eben auch die Linke, die ich ja zugegebenermaßen jahrzehntelang gewählt habe. Ich habe mal auch die Grünen zu der Europaparlamentswahl gewählt, aber das ist eine andere Geschichte. Hauptsächlich die Linke. Mittlerweile bin ich mir da wirklich nicht mehr so sicher. Wenn es denn bei dieser Einstellung bleibt, kann ich die ehrlich gesagt leider Gottes nicht mehr wählen. Innenpolitisch finde ich die super. Was die Außenpolitik angeht, die ja nun mal momentan das wichtigste Thema überhaupt ist, das geht einfach nicht mehr. Kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Der Kanzler selbst hat ja gewarnt und versprochen, alles zu tun, um eine Eskalation zu verhindern, die möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg oder gar Atomkrieg führen könnte. Ob das wirklich so war, dass Scholz das versprochen hat, weiß ich nicht. Sie behauptet das hier. Wenn es denn stimmte, muss ich sagen, hat Scholz Dinge versprochen, die er nicht halten konnte. Also ich meine, Eskalation, ja, auf jeden Fall. Ob diese Eskalation jetzt aber wirklich auch Konsequenzen hat, das wage ich, wie gesagt, sehr, sehr stark zu bezweifeln, jedenfalls nicht für Deutschland. 72 Stunden. Abgesehen jetzt mal von wirtschaftlichen Konsequenzen, dass Russland uns Öl und Gas entzieht, aber das ist, oder auch Lebensmittel vielleicht, aber das ist schon wieder eine andere Frage. Es geht ja jetzt hier erstmal um militärische Konflikte und ich lasse die wirtschaftlichen jetzt, na, ich erwähne sie am Rande, aber das ist jetzt zweitrangig für mich. Also ist auch nicht, was heißt zweitrangig? Es ist auch schlimm, es ist wirklich schlimm, weil Putin ja mit dem Krieg nicht nur massives Leid über die Ukrainerinnen und Ukrainer gebracht hat, sondern über die ganze Welt, die jetzt massiv eben auch, die ganze Weltbevölkerung muss an Hunger leiden, einfach weil es massive Ernteausfälle gibt, beziehungsweise nicht nur das, einfach auch, weil, ja, Korn kann man, oder weil überhaupt Nahrungsmittel nicht mehr so produziert und geliefert werden können in die ganze Welt, was logisch ist, weil die Ukraine und Russland gerade auch massiv Weizen in die ganze Welt exportieren und da die größten Exporteure sind. Also das ist schon wirklich eine humanitäre Katastrophe für die gesamte Welt, die Putin da initialisiert hat und das einfach aus egoistischen Gründen. Und selbst die AfD sieht das so. Also gerade diejenigen, die man in Deutschland ja mit Fug und Recht als die egoistischste Partei überhaupt bezeichnen kann, selbst die sagen, Putin ist da egoistisch. Also das will schon was heißen. Da wurde auf innerkoalitionären Druck alles über Bord geworfen. Meine Damen und Herren, das ist doch kein Spiel und kein Gerangel innerhalb der Ampelkoalition. Es ist bitter ernst. In dieser Zeit braucht es einen kühlen. Das sehe ich genauso. Also man sollte natürlich jetzt diese ganze Ukraine-Geschichte, diesen ganzen Konflikt nicht parteipolitisch ausschlachten, weil es hier nicht um irgendwelche Kinkerlitzchen geht, da hat die Frau Nastic absolut recht, sondern es geht hier um wirklich massives Leid auf der ganzen Welt, habe ich ja gerade ausgeführt, warum das so ist, aber insbesondere natürlich in der Ukraine und das ist kein Feld für Parteipolitik, da hat sie absolut recht, das sehe ich genauso. Im Kopf und gut abgewogene Entscheidung, da hat Olaf Scholz völlig recht. Lassen Sie also bitte wieder die Vernunft regieren.
Ja, vernünftig ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht, die Ukraine zu unterstützen. Da habe ich ja alles zu gesagt, auch schon in vorhergehenden Videos. Aber ich gucke mir das trotzdem auch noch mal ein bisschen genauer an. Soweit so gut. Also habe ich einmal besprochen hier, wie die AfD dazu steht, wie die Linke das sieht. Dann möchte ich allerdings hier noch ein kleines Gegenbild zeichnen. Es gibt ja auch durchaus positive Aspekte. Gregor Gysi, wahrscheinlich derjenige in der Linken, den ich am allermeisten, na, ich will nicht sagen verehre, aber den ich am besten finde in der Linken. Er ist mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hatte ich mir vorhin überlegt. Auch diese ganzen alten Köpfe von früher, die ich wirklich immer super fand, Gysi oder auch Hans-Christian Ströbele bei den Grünen, die sind natürlich alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ein bisschen älter und sehen die Sache, ich will nicht sagen falsch, aber was will ich überhaupt sagen? Naja, vorhin dachte ich mir noch so ein bisschen, diese ganzen Ikonen von früher, die ganzen linken Ikonen, die sind so ein bisschen raus irgendwie aus der Politik. Also nicht komplett raus, die interessieren sich schon noch für Politik und sind teilweise wie Gysi ja auch noch Abgeordnete, aber ich weiß nicht. Also da brauchen wir mal wieder ein bisschen frischeren Wind in den Parlamenten. Wobei ich natürlich die Lebensleistung von Gysi und auch Ströbele absolut nicht schmälern möchte. Das waren ja wirklich wichtige Persönlichkeiten in der politischen Linken. Aber ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, dass ich in manchen Bereichen einfach dann auch nicht mehr so mit denen übereinstimme, weil die mir zu wenig informiert sind. Was ich denen nicht zum Vorwurf machen möchte. Ich meine, die sind alt. Das muss man ja wirklich so sagen, wie es ist. Und die ja, machen auch andere Dinge, auch ja, sind nicht mehr so eingebunden in die Politik, sagen wir es mal so. Ja, informieren sich auch immer noch und haben auch immer noch ihre Meinung und die sind meistens auch noch richtig, aber so richtig hundertprozentig übereinstimmen kann ich mit denen leider auch nicht mehr. Aber Gregor Gysi auf jeden Fall einer der wichtigsten Vertreter für mich in der Linken, kritisiert Russlandnähe von Sarah Wagenknecht in scharfem Brief. Hier ein Artikel vom Spiegel, angeblich in 6 bis 8 Minuten lesbar. Da ist die Dame, Frau Sarah Wagenknecht, habe ich schon des Öfteren kritisiert, mache ich auch weiterhin, hat sie absolut verdient. Sie hat viele, viele Anhängerinnen und Anhänger, meines Erachtens absolut zu Unrecht, selbst von der AfD. Viele Leute, letztens habe ich auch wieder einen Kommentar gelesen unter einem ihrer Videos, unter einer ihrer Reden auf dem linken Kanal, wo einer schrieb, also ich wähle sonst immer die AfD, aber der Sarah Wagenknecht gebe ich immer einen Daumen hoch. Und das sagt für mich schon sehr, sehr viel aus. Klar kann man jetzt sagen, ja, okay, ich kann ja auch gar nichts dafür, wenn ich jetzt von der braunen Seite irgendwie Applaus bekomme. Aber wenn das so massiv immer und immer wieder der Fall ist, sollte das schon zu denken geben. Wenn es mal passiert, finde ich absolut in Ordnung, dass auch die AfD dem einen oder anderen mal Zuspruch gibt. Aber bei Wagenknecht ist mir das deutlich zu häufig vorgekommen. So, lesen wir weiter. Die russische Invasion in der Ukraine hat in den vergangenen Tagen auch die Linkspartei erschüttert. Viele Genossinnen und Genossen vertraten dort lange die Meinung, die russische Aggression sei durch ein Säbelrasseln der NATO zu rechtfertigen. Das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von ASKL. Bis russische Truppen dann unprovoziert in die Ukraine einmarschierten. Die Führungsebene der Linkspartei hat den Angriffskrieg scharf verurteilt, doch nun sorgt ein Brief vom außenpolitischen Sprecher und ehemaligen Fraktionschef Gregor Gysi für neuen Streit. Naja, ich würde eher sagen, dass der Streit eher von der anderen Seite provoziert wurde. Teile der Linken pochen nach wie vor auf eine Teilschuld der NATO beim Ukraine-Krieg. Gysi zeigt sich im Schreiben entsetzt. Da bin ich mal wieder absolut auf der Seite von Gregor Gysi. In dem Falle hat er aus meiner Sicht vollkommen recht. Den Brief, der dem Spiegel vorliegt, hat Gysi an die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht gerichtet. Zum Glück ist sie nicht mehr Fraktionsvorsitzende aus meiner Sicht. Sowie an den ehemaligen Parteichef Klaus Ernst, Sevim Dagdelen,
Andrei Hunko, auch ein sehr umstrittener Mensch, Sören Pellmann und eben unsere gerade gesehene Jacqueline Nastitsch und Christian Leie oder Laie. Alle werden dem linken Wagenknechtlager, die sehen das genauso, in der Fraktion zugerechnet. Ich sehe das nämlich auch als Wagenknechtlager. Die sieben Abgeordneten hatten am Sonntagabend nach der Sondersitzung des Bundestages eine gemeinsame Erklärung abgegeben und sich damit gegen die Fraktions- und Parteispitze ihrer eigenen Partei gestellt. Darin bemängeln sie eine Übernahme der vor allem von den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgeblich Mitverantwortung trägt. Sie suggerieren also, die NATO-Osterweiterung sei ein zentraler Grund für das schlechte Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Es ist die Lesart, die der Kreml immer wieder vorbringt, um seinen Angriff zu rechtfertigen. So. Und da muss ich sagen, ja, also absolut. Also sowas von übel, dem Kreml in die Karten zu spielen, unreflektiert in die Karten zu spielen, das ist für mich einfach, ja, das ist wirklich unreflektiert. Also da haben die einfach nicht nachgedacht, beziehungsweise einfach dieses sture Verfolgen dieser Linie. Also das gab es ja schon immer, dass die Linke da sehr, sehr wenig Kreml-kritisch war, manche sogar tatsächlich pro Kreml waren und sind und oft auch sehr, sehr massiv die NATO angegriffen haben, zu Recht angegriffen haben, aber dann immer so ein bisschen auch Russland in Schutz genommen haben, ähnlich wie ASKL das ja auch gemacht hat in seinem Video. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Grund, die Linke nicht mehr zu wählen. Damals fand ich das schon Mist, hab dann aber immer gesagt, naja, kannst ja ein Auge zudrücken. Ich meine, so insgesamt fand ich die Linke dann doch immer noch am besten, aber in den heutigen Zeiten geht das einfach nicht mehr. Also das ist vorbei. Und ja, es ist einfach wenig reflektiert und Gysi prangert das hier aus meiner Sicht absolut zu Recht an. Ich habe hier auch noch mal ein Video von MoMA rausgesucht. ZDF Heute Nachrichten ist schon ein bisschen älter. Man wird das auch in dem Video merken, dass da manche Themen diskutiert werden, die schon längst durch sind. Aber wir hören mal rein, was Gregor Gysi hier bei MoMA gesagt hat. Wir wollen uns jetzt näher beschäftigen mit der Position der Linkspartei in diesem dramatischen Konflikt, in diesem Krieg, der jetzt auf europäischem Boden stattfindet. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Gysi. Guten Morgen. Sie sind außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion und immer wieder für eine Überraschung gut. Alles, was ich immer gesagt habe, ist an dem Tag gestorben, an dem ein völkerrechtswidriger Krieg beginnt. Das haben Sie gestern in einem Podcast gesagt. Also, wenn ich vorhin gesagt habe, ja, die Alten sind zu alt, also irgendwie, die Aussage muss ich dann doch schon wieder ein bisschen revidieren, weil ich meine, Gysi ist halt wirklich auch schon lange in dieser Partei. Und er hat als einer der wenigen innerhalb der Partei Die Linke den Arsch in der Hose, seine damalige Meinung zu revidieren, oder nicht nur den Arsch in der Hose, die Meinung zu revidieren, sondern er ist in der Lage, seine eigene Position zu überdenken und zu verändern aufgrund aktueller politischer Entwicklungen. Das, was die Abgeordneten, die da gerade der Frau Nasic, heißt sie Nasic? Der Name ist mir so ein bisschen, ja, ihr wisst, wen ich meine. Die Dame, die wir gerade gesehen haben. Und Sarah Wagenknecht und alle um sie herum, alle, die da gerade auch geklatscht haben, die schaffen das einfach nicht. Also die können einfach ihre sture Haltung nicht über Bord werfen aufgrund aktueller politischer Themen. Jetzt hören wir nochmal das Gysi-Zitat, was dem absolut entgegenspricht. Und immer wieder für eine Überraschung gut. Alles, was ich immer gesagt habe, ist an dem Tag gestorben, an dem ein völkerrechtswidriger Krieg beginnt. Das haben Sie gestern in einem Podcast gesagt. Diese Aussage musst du doch auch erstmal bringen. Ja, das ist doch mal Selbstreflexion. Also da muss ich sagen, Gregor Gysi, tipptopp, Hut ab. Er sagt jetzt hier noch ein paar andere Sachen, die sehe ich ein bisschen kritischer. Aber hören wir weiter. Ist das jetzt, dass Sie die russische Invasion ohne Wenn und Aber verurteilen? Ach, die Frage ist blöd. Entschuldigung, aber also naja. Ohne Wenn und Aber verurteilen. Ja doch, nee, also in dem damaligen Kontext, okay, kann man so fragen, ist okay, nehme ich zurück.
ohne Wenn und Aber. Es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, nichts anderes. Ja, ja, das ist ja richtig. Ich meine, das sagt ja die Linke auch. Also es wird keinen in der Linken geben, hoffe ich jedenfalls mal, der sagt, das ist kein verbrecherischer Angriffskrieg und ich verurteile diesen Krieg aufs Schärfste. Das hat die Dame ja auch gerade eben gesagt. Ja, aber es geht ja noch weiter. Man muss ja jetzt eben auch überlegen, wie reagiert man auf diesen Krieg? Und den als erstmal einfach nur zu verurteilen, ist ja richtig und gut, ja, aber die Konsequenzen dann daraus zu ziehen, das ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Und ich glaube, Gysi ist einer derjenigen, der doch noch die Konsequenzen ziehen würde. Er hat sich jetzt nicht direkt zu Waffenlieferungen geäußert, habe ich jetzt jedenfalls noch nichts von ihm gehört. Aber ihm traue ich das zu tatsächlich, dass er da über seinen eigenen Schatten und über den seiner Partei springen könnte und die Waffenlieferungen tatsächlich nicht verurteilt, wenigstens, wenn nicht sogar befürwortet. Und das kann man und muss man verurteilen, und zwar schärfstens. Ihre Partei trotzdem, das muss man sagen, hatte immer schon ein offenkundiges Russland-Problem. Also soll heißen, nicht unwesentliche Teile Ihrer Partei haben immer Verständnis für rabiate Schritte von Putin geäußert. Warum kommt jetzt erst die Erkenntnis, dass dieser Mann nach Völkerrechtsmaßstäben ein Kriegsverbrecher ist? Na, das hängt einfach damit zusammen, dass man immer gehofft hat, dass er den Angriffskrieg doch nicht startet. Aber diese Hoffnung... Ja gut, das ist so ein bisschen an der Frage vorbeigemogelt, ne, muss man hier sagen, weil schon mit der Annexion der Krim, da gab es ja dann immer noch Leute, die meinten, ja, nee, also die NATO ist schuld. Die NATO-Osterweiterung, das ist das Problem. Ne? Also möglichst nicht die Schuld bei demjenigen suchen, der diesen Angriffskrieg letztlich initiiert hat, sondern schon vorher muss man natürlich gucken, ach, die NATO und die NATO-Osterweiterung, ja, der Putin, der musste ja intervenieren, es ging ja gar nicht anders. Also, das ist natürlich, Gysi mogelt sich hier so ein bisschen darum herum, kann ich auch verstehen, ich meine, wer will schon gerne seine eigene Partei kritisieren, aber, naja, hören wir weiter. Hoffnungen sind wirklich zerstört worden. Alles, was ich Kritisches gesagt habe, was der Westen gemacht hat und die NATO, mag ja stimmen, aber es ist zur Makulatur geworden, weil jetzt eben Putin sich entschieden hat, einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg zu führen. Genau so ist es und das habe ich auch immer wieder gesagt, das ist ja auch das Ding, was ich in meiner Kritik zum ASKL-Video gesagt habe, mag ja alles richtig sein, dass die NATO Mist gebaut hat und völkerrechtswidrig auch agiert hat und auch Menschenleben auf dem Gewissen hat, absolut, ja, aber ist eben Makulatur und hat eben mit der aktuellen Situation nicht mehr allzu viel zu tun. Ich sage ja jetzt nicht, dass die NATO-Osterweiterung nicht auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Konflikt, ist ja richtig, aber letzten Endes, wer hat die Ukraine angegriffen, völkerrechtswidrig, wer greift schon seit 8 Jahren in diesen Konflikt immer wieder ein, auch wenn es nicht offiziell der Fall gewesen ist. Ja, Putin, Russland, der Kreml. Es gibt schon Tote, Zivilisten leiden und da gibt es gar keinen anderen möglichen Standpunkt für eine Linkspartei, die ja immer eine Friedenspartei war, ist und bleibt, als das schärfsten zu verurteilen. Auch seine Legitimation für diesen Angriffskrieg, also Genozid und Entnazifizierung, ist also offenkundig völliger Blödsinn. Also, was als erstes in jedem Krieg stirbt, das ist die Wahrheit. So, jetzt kommt eine Aussage, die sehe ich sehr, sehr kritisch. Er hat ja gefragt, naja, wie ist es mit der Begründung, mit der Entnazifizierung? Ist das Unsinn oder nicht? Und da muss ich sagen, ist ja tatsächlich ein Körnchen Wahrheit dran. Ne, das haben wir ja tatsächlich auch durch ASKL gelernt, also ich jedenfalls, beziehungsweise dann natürlich, nachdem er das erwähnt hat, auch nach Recherche meinerseits, dass es in der Ukraine Rechtsradikalismus gibt. Ja? Vielleicht sogar im nicht, also ASKL behauptet, die Ukraine hätte da sogar ein massives Rechtsradikalismusproblem. Das, nach allem, was ich gelesen habe, würde ich das jetzt nicht so sehen, aber ich kann mir dazu kein Urteil erlauben. Beziehungsweise doch schon ein solches, dass ich sagen kann, wie gesagt, grundsätzlich jetzt von Rechtsradikalen in der Ukraine und vor allen Dingen auch in der ukrainischen Regierung zu sprechen, das geht komplett daneben. Also das ist einfach nicht der Fall, dass das alles Nazis sind, so wie Russland das behauptet. Und da jetzt eben eine komplette Entnazifizierung vorzuschieben, als Begründung für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, halte ich auch komplett für falsch.
Warum, hatte ich auch mehrfach schon begründet. Wie gesagt, auch in Deutschland gibt es Nazis, soll jetzt irgendwie die USA in Deutschland einmarschieren, weil es hier auch Nazis gibt. Auch es gab jetzt gerade heute, habe ich gehört, gibt es in Behörden Nazi-Probleme. Ich finde es gut, dass wir eine sehr gute Innenministerin haben, die diese Geschichte sich insbesondere vorgenommen hat, Nazis und Rechtsextremisten in deutschen Behörden aufzudecken und diese dingfest zu machen. Super, Nancy Faeser, Daumen hoch. Ja, aber das nur nebenbei. Aber soll jetzt irgendwie, sollen die USA jetzt in Deutschland einmarschieren oder soll Russland in Deutschland einmarschieren, weil es hier irgendwie Nazis gibt? Also auch wir haben Nazis, auch in den USA gibt es Nazis. Soll jetzt Russland auch die USA angreifen, weil es da Nazis gibt? Oder wie sieht's aus? Also das ist natürlich, ja, alles so ein bisschen konstruiert, dieses Nazi-Problem. Es gibt Nazis, definitiv, vielleicht sogar viele Nazis, ja, aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass die komplette Ukraine mit Nazis durchseucht wäre, so wie das ja zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland der Fall gewesen ist, ja, wo wirklich viele, viele Leute stramm auf nationalsozialistischer Linie standen und man da wirklich von der Entnazifizierung sprechen konnte, aber das jetzt in der Ukraine zu sehen, ist natürlich Quatsch, ist für mich ein vorgeschobener Grund, aber es gibt natürlich, wie gesagt, ein Körnchen Wahrheit an dieser Begründung und da jetzt von komplettem Quatsch zu sprechen, finde ich auch falsch. Und was hat Giese hier noch gesagt? Hören wir nochmal rein, spulen wir nochmal kurz zurück. Also was als erstes in jedem Krieg stirbt, das ist die Wahrheit. Auch wieder so eine Aussage hatte ich auch schon ein paar Mal unter meinen Videos als Kommentar. Das Erste, was in einem Krieg stirbt, das ist die Wahrheit. Naja, das ist so eine Pauschalaussage, die mag einerseits auch irgendwie richtig sein, aber andererseits auch wieder nicht. Also ja, es ist richtig. Propaganda wird von beiden Seiten betrieben, sowohl von russischer Seite, das auf jeden Fall, auch von ukrainischer Seite, vielleicht nicht in dem Maße wie von Russland betrieben. Auch der Westen, der betreibt Propaganda, aber absolut nicht in dem Maße, wie das jetzt auf russischer, diktatorischer Seite logischerweise der Fall ist. Wir haben Demokratien und keine Diktatur. Das ist ja gerade der Unterschied zwischen unseren westlichen Demokratien und Russland. Aber ja, die Wahrheit stirbt zuerst. Das hört sich für mich immer so an, als könne man gar keine Wahrheit mehr in diesem Konflikt finden. Und jeder, der irgendwie glaubt, da irgendwie eine Wahrheit gefunden zu haben, zum Beispiel, dass Russland massenhaft Zivilistinnen und Zivilisten angreift, regelrecht als Strategie seitens des Kreml, da zivile Opfer produziert, dass das ja gar keine Wahrheit sein kann, weil, jetzt kommt das Totschlagargument, naja, im Krieg stirbt ja sofort die Wahrheit und da kann man ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ist Quatsch, ne? Also im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, das ist, ich weiß nicht, also diesen Spruch, der wurde mir schon zu oft missbraucht dafür, dass dann eben auch Kriegsverbrechen, offensichtliche Kriegsverbrechen, die auch bewiesen wurden seitens Nichtregierungsorganisationen, auch dazu habe ich schon viel gesagt, dass man dann sagen kann, nee, also das stimmt alles gar nicht, im Krieg gibt es gar keine Wahrheiten mehr und so, das ist Quatsch, das ist absoluter Quatsch. Es gibt, wie gesagt, zur Objektivität verpflichtete Nichtregierungsorganisationen, United Nations, Human Rights Watch und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen diese beiden, die da eben, oder auch, wie gesagt, unabhängige Journalistinnen und Journalisten, die da vor Ort berichten, die Menschen interviewen, Augenzeugen, Berichte aufzeichnen, auch selber sich diese ganze Situation anschauen, recherchieren und wenn die alle der Meinung sind, ja, auf jeden Fall, das russische Militär hat massenhaft Kriegsverbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung in Ukraine verübt, dann, was soll man dann dagegen, soll man dann sagen, nee, aber im Krieg gibt es keine Wahrheiten? Also das ist wirklich menschenverachtend und zynisch. Und natürlich muss man diesen Nichtregierungsorganisationen und diesen Inspekteurinnen und Inspekteuren und den Reporterinnen und Reportern, die da ihr Menschenleben aufs Spiel setzen, um da die Wahrheit ans Licht zu bringen, den, wenn nicht denen, wem soll man denn sonst Glauben schenken? Und natürlich haben die recht. Also klar, wenn ein Einzelner das sagen würde, okay, kann man bezweifeln, aber das sind so viele, die das mittlerweile sagen. Da, das wäre schon wirklich zynisch zu behaupten, das stimmt alles nicht.
Das ist natürlich Blödsinn. Aber das ist natürlich nicht das, was Gysi hier meint. Aber dieser Spruch wird mir einfach zu sehr missbraucht. Was er da an Gründe angibt, ich darf nur daran erinnern, der Irakkrieg von George W. Bush begann auch mit einer Lüge, dass die Massenvernichtungswaffen haben. Das ist immer so im Krieg, dass man dann Rechtfertigungen sucht, erfindet, frei erfindet. Darauf darf man sich überhaupt nicht einlassen. Das finde ich richtig, da hat er recht. Das ist wirklich also das mal zu prüfen und zu gucken, sind diese Begründungen richtig oder falsch, das finde ich schon gut. Das sollte man schon machen, aber Gysi hat ja recht, in den allermeisten Fällen wird man dann eben feststellen, ah ja, okay, diese Begründungen sind Quatsch. Ich bin übrigens, Sie werden sich wundern, in diesem Falle auch für Sanktionen, aber für Sanktionen gegen die Führung, nicht gegen die Bevölkerung. Man muss das möglichst ausschließen, denn die Bevölkerung kann ja nichts dafür. Das ist schwer, ich weiß es, aber das ist eine komplizierte Abwägung. Das sehe ich auch wieder anders. Also nur gegen die russische Führung Sanktionen zu verhängen, das, also ich meine, wer macht denn damit? Wer betreibt denn da diesen, manche sagen Völkermord in der Ukraine? Oder wer begeht diese ganzen Kriegsverbrechen, offensichtlichen Kriegsverbrechen, die mehrfach bestätigt wurden? Es gibt Beweise dafür, dass die stattgefunden haben. Wer begeht die? Ist das die russische Führung? Ist das Putin persönlich? Oder ist das der Kreml oder seine engsten politischen Vertrauten? Oder sind das einfach Mitläuferinnen und Mitläufer, Leute, die... Ja, ich habe es ja letztens auch schon unter einem ASKL-Video kommentiert, die wirklich gehirngewaschen sind durch die russische Propaganda. Es ist ja leider so. Und da dann einfach mitmachen bei diesem Krieg und dann diese Kriegsverbrechen begehen. Vergewaltigungen, Einsatz von Streubomben, Einsatz von Landminen, Abschlachten von Zivilistinnen und Zivilisten, gezieltes Angreifen ziviler Infrastruktur, gezieltes Angreifen von Kindergärten, von Krankenhäusern, von Wohnblöcken. All das ist ja nicht Putin selbst, der hat den Befehl dazu gegeben, ist ja richtig. Und das, der Typ muss vor ein Kriegsgericht und muss auf Lebenszeit ins Gefängnis, mindestens mal das, ja. Da jetzt zu sagen, nee, aber die ganzen anderen, die müssen wir jetzt da rauslassen, das finde ich auch falsch. Also ich meine, der Kreml hat auch mächtige Unterstützerinnen und Unterstützer, die ganzen Oligarchen, sollen wir die jetzt einfach aus dem Spiel lassen? Die ganzen Militärs, die diese ganze Geschichte ausführen, sollen wir die auch alle rauslassen? Die Zivilbevölkerung, die hinter ihrem Diktator steht, sollen wir die auch alle rauslassen? Also, ich weiß, die Linke, das ist ja gerade der Ansatz der Linken, auch immer auf die Herrschaft drauf zu kloppen und zu sagen, ja, die Bevölkerung, die kann ja eigentlich gar nichts dafür und die sind arm und die müssen das so und so. Das ist richtig, ist ja irgendwie, ist das ja richtig. Aber die da jetzt komplett alle rauszulassen, das finde ich auch falsch, ehrlich gesagt. Also ich weiß, also für mich, mir tut das weh, so argumentieren zu müssen als Linker, weil ich wirklich Zeit meines Lebens auch das so gesehen habe, wie Gysi das hier sieht. Aber für mich hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und ich sehe das mittlerweile anders, jedenfalls in Bezug auf Russland, die Ukraine und Deutschland und die NATO betreffend. Und ist Nord Stream 2 eine Sanktion gegen die Führung oder gegen die Bevölkerung für Sie? Na, bei Nord Stream 2 ärgert mich ja bloß, dass die Grünen schon immer das kippen wollten. Die USA wollten es auch immer kippen, damit wir ihr Fracking-Gas kaufen. Und was mich noch mehr ärgert, ist, dass die USA... Na, also, warum wollten die Grünen Nord Stream 2 kippen? Beziehungsweise, warum sind die dagegen? Die wollen natürlich, das ist ja gerade das Kernziel, die ganzen fossilen Brennstoffe so schnell wie möglich, also die Abhängigkeit wollen die davon beenden. Und das ist... Ja, deren Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, ja, das ist, oder das ist ja gerade deren deren Hauptforderung, dass wir zurück zum Umweltschutz kommen, dass wir unser Klima natürlich auch schützen und dementsprechend natürlich auf die Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder auf die Verwendung fossiler Brennstoffe von fossilen Brennstoffen weitestgehend verzichten. Das den zum Vorwurf zu machen, finde ich falsch. Und das mit dem Fracking-Gas, da hat ja Gysi recht. Also ich meine, da muss man natürlich schauen, warum unterstützen die USA die Ukraine? Ist das wirklich aus moralischen Gründen, die ja richtig und wichtig sind? Oder aus wirtschaftlichen Gründen? Das kann man den USA ja durchaus zum Vorwurf machen. Ich meine, welche ist denn wohl die kapitalistischste Nation auf der ganzen Welt? Ja, die USA. Hauptsache Reibach machen mit
auch mit militärischen Konflikten. Das ist ja geradezu traditionell in der USA so. Das hat die Linke auch immer wieder kritisiert, zu Recht kritisiert. Und auch das muss man natürlich kritisch sehen. Ob die USA jetzt allerdings da wirklich einfach nur verdienen wollen und nicht da auch eine moralische Verpflichtung sehen, das kann man diskutieren. Das mit dem Fracking-Gas definitiv, die verdienen da dran. Muss man natürlich gucken, welche wirtschaftlichen Interessen da auch seitens der USA dahinter stecken. Aber wir dürfen auch unsere moralische Instanz seitens der EU da nicht vergessen, und die ist schon wichtig und muss da eben auch ein bisschen losgelöst von der USA betrachtet werden. Die Importe von Erdöl aus Russland werden um keinen Liter reduziert. Uns will man zwar vom Gas abschneiden, aber sie selber beziehen nach wie vor die gleiche Menge Erdöl richtig aus Russland. Das ist noch ein anderer Punkt. Im Augenblick steht das nicht zur Debatte, aber darüber müssen wir dann später diskutieren, weil ich auch nicht einsehe, dass die USA von uns etwas verlangt, was sie selber nicht macht. Gut, sondern das ganz verstehe im Gegenteil. Ich. Aber ansonsten müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir Putin treffen, wie wir die Führung treffen, aber möglichst die Bevölkerung verschonen. Abschalten. Ja, okay, das ist, ja, also den Ansatz kann ich schon nachvollziehen. Andererseits, wie gesagt, die Bevölkerung macht mit. Ich meine, das sind ja auch Nationalisten, wenn man so will, ne? Wenn man das so sieht, wie die ihrem Führer zujubeln und Fahnen schwenken und auch einfach gar nicht wissen, was so in der Welt abgeht. Ja, okay, kann man denen das zum Vorwurf machen? Eigentlich nicht, hat Giese ja schon irgendwie recht. Andererseits unterstützen sie ihren Diktator. Also, wie will man dem Diktator schaden, wenn man die Leute um ihn herum nicht sanktioniert, die ja gerade ermöglichen, dass dieser Diktator irgendwie an der politischen Macht bleibt. Abschalten oder nicht abschalten jetzt? Swift, also nicht Swift, sondern Nord Stream 2. Bei Nord Stream 2 liegt ja jetzt auf Eis, da kann es jetzt auch liegen. Na gut, das Thema ist durch, da müssen wir uns jetzt nicht mehr mit beschäftigen. Was nicht geht, ist, dass wir auf Erdgas verzichten und sie importieren nach wie vor das Gas. Ja. Ukraine Richtung Westen. Man möge doch, wenn man jetzt wenigstens nicht mit Waffen unterstützen kann und will, doch bitteschön das SWIFT sozusagen Russland abkoppeln. Ja, das ist alles noch ein bisschen, ist eben alles vor ein paar Monaten besprochen worden. Von diesem internationalen. Ja, das Problem ist ein anderes. Natürlich können wir Russland ausschließen aus dem SWIFT. Aber es hat ja auch schon ein CDU-Politiker darauf hingewiesen, dass China und Russland dann eine gemeinsame neue Währungsstruktur aufbauen können gegen den Dollar, gegen den Euro. Ich bin nicht Experte genug, um das beurteilen zu können. Ja, dann sollen die das machen. Dann sollen die das machen. Das ist ja gerade auch wieder so das Ding, ne? Also immer dieses Argument, naja, wenn wir den Russen das Öl nicht abkaufen und das Gas, dann machen das andere. Das ist richtig, aber hat mit unserer moralischen Verpflichtung gar nichts zu tun. Unsere moralische Verpflichtung ist es, Russland so gut es geht zu sanktionieren, auf allen Ebenen, ja, und oder wenigstens den Putin und Kreml, wie Giese hier ja auch sagt. Und dementsprechend spielt das keine Rolle, ob China und Indien oder irgendwelche anderen Handelspartner da dann einspringen und da irgendwie Russland dann das Öl und das Gas abkaufen. Und man muss ja auch sehen, wenn die das machen, sind die international auch geächtet. Die unterstützen dann einen knallharten Diktator, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit massenhaften zivilistischen Opfern führt. Ja? Und ob die das wirklich wollen und ob die das dann dauerhaft wollen und ob die das so gut finden, dass ihr Ansehen im Westen leidet, das kann man auch wieder hinterfragen. Beziehungsweise China ist auch auf den Absatzmarkt im Westen angewiesen. Ja? Also ich meine, wir importieren massenhaft, der Westen importiert massenhaft Güter aus China. Aber wenn China sich jetzt nun dazu entscheidet, Russland zu unterstützen, sei es auch nur indirekt, dann könnte der Westen auch sich überlegen, naja gut, dann versuchen wir jetzt möglichst von China und Indien unabhängig zu werden. Dann lassen wir euch einfach alle raus und euer Absatzmarkt wird schrumpfen. Also so oder so, ne, also ihr seht,
Da einfach zu sagen, ja, China und Indien springen ein und dann war's das, da kann sich der Westen dann eben auch noch mal gut überlegen, ob China und Indien da nicht auch sanktioniert werden, wenn die Russland einfach unterstützen und da nichts gegen unternehmen. Aber das muss man alles bedenken. Wissen Sie, ich habe eine Sorge, die komischerweise kaum jemand anders hat. Es gibt ja logischerweise Sanktionen gegen Russland, aber es gibt ja auch viele Sanktionen gegen China. Was ich nicht möchte, ist, dass wir sie zu einem Bündnis zwingen. Stellen Sie sich doch mal vor, China ist ökonomisch viel stärker als Russland. Russland ist militärisch immer noch deutlich stärker als China. Wenn die sich wirklich zusammenschließen, entsteht da ein Machtfaktor, der für die Demokratien, für den Westen gar nicht beherrschbar ist. Ja, Gregor, da hast du recht, aber was willst du machen? Was willst du dagegen machen? Also, ich weiß nicht, ob der Machtfaktor wirklich nicht beherrschbar ist. Wir sind alle voneinander abhängig. Ja? Und auf lange Sicht kann dieser kalte Krieg, wenn er denn tatsächlich entstehen würde, also ich meine, wir haben jetzt schon einen, aber nehmen wir mal an, wirklich China, Indien und Russland schließen sich zusammen zu einem, wie Gregor Gysi sagt, starken Machtfaktor mit Militär plus Wirtschaftsleistung. Können wir das dann wirklich nicht mehr handhaben? Also, wie gesagt, wir sind alle voneinander abhängig und auf lange Sicht können wir, das fand ich irgendwie so ein geniales Zitat, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, so sinngemäß hieß das, wie war das gewesen? Wohlstand beruht darauf, dass, oder sagen wir mal, Globalisierung ist Wohlstand. Oder, naja, das ist auch ein bisschen komisch formuliert. Das war noch besser formuliert. Vielleicht suche ich es raus und werde es dann nochmal in die Videobeschreibung packen. Aber so nach dem Motto, wir können nur dann Wohlstand erreichen auf der Welt oder in den einzelnen Nationen und Ländern, wenn alle zusammenarbeiten. Wenn es nicht der Fall ist, ne, so wie jetzt in dem Falle, dass einer irgendwie ausschert, so wie Russland, und sagt, ja, wir müssen Krieg führen, dann betrifft das die ganze Welt, dann betrifft das den Wohlstand der gesamten Welt und dann funktioniert unser Wohlstandsmodell nicht mehr. Aber Wohlstand auf der ganzen Erde können wir dann erzielen, wenn alle Hand in Hand miteinander arbeiten, jeder exportiert und importiert das, was er geben kann und nehmen muss, ja, und wir helfen uns alle gegenseitig und alles ist gut. Aber so wie das eben jetzt läuft, so kann kein Wohlstand existieren und auch nicht für Russland existieren und auch nicht für Indien und auch nicht für China existieren. Ja? Das darf man eben einfach nicht außer Acht lassen. Also ich würde nicht sagen, dass das für den Westen nicht mehr beherrschbar ist, sondern, was heißt beherrschbar? Der Wohlstand wird sinken, so oder so, auch in China. In China gibt es auch massiven, China ist jetzt auch nicht das reichste Land der Welt, auch wenn die viele Exporte haben und auch wirtschaftlich stark sind, aber man kann jetzt auch nicht sagen irgendwie, dass da ein super Wohlstand existiert und dass die Leute da ein super Leben führen. Das ist absolut nicht der Fall und das wird sich auch verschlimmern, wenn die Unterstützung durch den Westen wegbricht. Also ja, der Westen hat das unter Kontrolle meines Erachtens. Wir müssen lernen, zwischen beiden Ländern zu differenzieren, um das möglichst zu verhindern. Und das hängt dann auch mit dem SWIFT und mit anderen Dingen zusammen. Nö, also wir haben eine Verpflichtung, der Ukraine zu helfen. Wenn China das nicht so sieht und den Westen nicht unterstützen möchte, ja, dann ist es halt so. Da jetzt Rücksicht drauf zu nehmen und sagen, nee, also wir dürfen den Ukrainerinnen und Ukrainern so wenig wie möglich eigentlich nur helfen, weil wir wollen ja, wir wollen ja Russland nicht verschrecken oder wir wollen ja China jetzt nicht auch noch auf die Seite von Russland bringen. Also das finde ich moralisch äußerst bedenklich. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn China der Meinung ist, da den Diktator Putin unterstützen zu müssen, bitte, aber wir sind es nicht gewesen und wir waren auf der meines Erachtens richtigen Seite und haben die Ukraine unterstützt. Das ist immer schwer, wenn ein Krieg ist, wenn es Tote gibt, wenn es Leid ist, diskutiert man noch nicht gerne über Geld und solche Sachen. Nur wir müssen immer an die Konsequenzen und Folgen denken, nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen. Aber Putin, glaube ich, ist erledigt. Der ist erledigt. Und zwar, wissen Sie, weil auch er hatte ja doch immer eine Mehrheit in der russischen Bevölkerung. Ich glaube, die hat er jetzt verloren. Und auch schon wieder eine Fehleinschätzung seitens Gregor Gysi, das sehe ich absolut nicht so.
Es war ja durchaus so gewesen, dass auch in größeren oder den größten russischen Städten anfangs Demonstrationen stattgefunden haben. Der Kreml ist einfach zu mächtig, knüppelt diese Demonstrationen, diese Abneigungen werden niedergeknüppelt, ja, werden Leute ins Gefängnis gesperrt oder eben noch schlimmer, denen maximale Gewalt angetan. Führt dazu, dass Russinnen und Russen, die sich der Elite zugehörig fühlen, die internationale Zusammenhänge begreifen, aus dem Land weggehen. Zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler wie Ice Peak beispielsweise oder die eine Dame, das fand ich sehr, sehr interessant, von Pussy Riot, die hat es tatsächlich geschafft zu fliehen vor den russischen Repressionen. Glücklicherweise, da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Wen das interessiert, guckt euch das gerne mal an. Pussy Riot, die Dame. Eine Dame von Pussy Riot hat es tatsächlich geschafft, aus Russland zu fliehen, kurz bevor sie, wie viele andere, eingesperrt worden ist. Und das auf sehr, sehr spektakuläre Weise. Wenn ich das nicht vergesse, werde ich das verlinken. Fand ich super gut. Nee, aber wieder eine Fehleinschätzung von Gregor Gysi hier, dass die russische Bevölkerung da nicht hinter Putin steht, weil es einfach so ist, die Leute wissen es nicht besser, die Leute sind arm oder sind Bauern und stehen hinter Putin und sind Nationalisten und dementsprechend natürlich pro Putin oder wissen es auch einfach nicht besser, sehen internationale Zusammenhänge nicht. Diejenigen, die diese Zusammenhänge sehen, die eben sehen, Russland verhält sich in der Welt daneben. Und das ist eben noch sehr, sehr gelinde formuliert, ne? Da die Leute, die sagen dann eben, ja, wir gehen weg, wir hauen ab, wir verlassen das Land und das war's dann. Also die Kritikerinnen und Kritiker, die sehen keine Zukunft für sich im Land und gehen lieber weg, weil die einfach auch diesen massiven Protest, den Gysi ja auch gerne sehen würde, den kriegen die einfach nicht auf die Beine gestellt. Ich habe da nichts gehört von irgendwelchen massiven Protesten gegen den Ukraine-Krieg. Die Mehrheit der Bevölkerung wird wohl leider Gottes hinter Putin stehen. Und dementsprechend glaube ich leider, dass die Bevölkerung, oder dass dieser Krieg eben noch sehr, sehr lange anhalten wird, weil es da eben nicht von innen heraus eine Zersetzung gibt, die dringend notwendig wäre. Das wird leider nicht passieren. Und dementsprechend, und das ist eben das traurige Fazit, was ich hier jetzt ziehen muss, muss es wirklich dann so weit kommen, dass die Zivilbevölkerung leiden muss? Die müssen sehen, das hört sich wirklich hart an und ich spreche das wirklich ungern aus, aber Russland muss von innen zersetzt werden. Die müssen halt merken, die Bevölkerung muss merken, unser Diktator hat uns ins Elend gestürzt. Und das werden die nicht rauskriegen, wenn es sie nicht am eigenen Leibe betrifft. Und wenn die merken, die haben nichts mehr zu essen und die Unterstützung des Westens ist so weit zusammengebrochen und die Sanktionen sind so, so heftig, dass die Zivilbevölkerung da auch leidet, dann könnte es sein, dass auch die Zivilbevölkerung endlich sagt, was ist denn da los? Und vielleicht kommt es dann wirklich zu einem Aufstand in Russland. Aber ansonsten sehe ich da wirklich leider Gottes keine Chance. Mir wäre es auch lieber, wenn die Bevölkerung da jetzt sofort sagen würde, ja, hier Aufstand gegen Putin, alles vorbei, dann müssten sie nicht leiden und alles wäre gut. Aber das sehe ich leider nicht. Und ja, auch dann, selbst dann, wenn die Bevölkerung da komplett verarmt, könnte der Diktator immer noch sagen, naja, aber das ist ja Schuld des Westens und der NATO und gar nicht meine Schuld. Also selbst dann weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert und dementsprechend, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich weiß wirklich nicht, wo dieser ganze Konflikt noch hinführen wird. Der Krieg wird lange dauern. Die Bevölkerung, das sehe ich nicht, dass die gegen Putin aufbegehrt. Im Gegenteil, die Oppositionellen versuchen lieber zu flüchten, als da irgendwie einen Protest im eigenen Land auf die Beine zu stellen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, wer möchte schon ewig im Gefängnis sitzen? Alle diejenigen, die das trotzdem einfach in Kauf genommen haben, wie Nawalny, auch wenn man ihn da noch für andere Sachen natürlich absolut kritisieren muss, aber an der Stelle hat er einfach gesagt, ich habe den Arsch in der Hose, ich habe die Eier und
kritisiere Putin jetzt einfach weiter. Ich fliege zurück, nachdem ich vergiftet worden bin, nachdem man mich umbringen wollte seitens des Kreml, gehe ich trotzdem zurück und riskiere da eine sehr, sehr lange Haftstrafe. Hat auf jeden Fall die Eier gehabt, hat's gemacht. Und das schaffen eben nur die allerwenigsten. Und er ist natürlich so eine Galionsfigur für die Opposition. Und die Opposition gibt es auch noch weiterhin in Russland. Es gibt da immer noch sehr, sehr viele tapfere Russinnen und Russen, die da auch weiterhin ausharren. Aber es gibt eben leider auch viele, die da einfach sagen, nö, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hau jetzt einfach ab. Und die kann ich auch absolut verstehen. Naja, meine lieben Freunde. Mein Fazit ist, dieser Krieg wird lange dauern. Dieser Krieg wird Russland wird nicht einfach aufgeben, die Ukraine wird nicht einfach aufgeben, der Westen wird die Ukraine weiterhin unterstützen, es gibt weiterhin eine Eskalation, aber ich sehe nicht die maximale Eskalation bezüglich eines Atomkrieges. Es wird einen, aus meiner Sicht wird es, ich kann es ja immer wieder nur sagen, einen Abnutzungskrieg, der wirklich noch lange, lange dauern wird und ich bin mir wirklich nicht sicher, wie die ganze Sache ausgehen wird. Also ich glaube, das werden wir auch noch nicht erfahren in näherer Zukunft. So wie das jetzt ist, wird es, glaube ich, noch lange bleiben. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass vielleicht noch als Schlusssatz, dass der Westen weiterhin die Eier hat, Putin die Stirn zu bieten, weil nichts anderes hat der Mann verdient. Und auch die Militärs, die ihn unterstützen. Und dementsprechend hoffe ich, dass der Westen sich da weiter einschaltet. Ja, genau, das ist so meine Hoffnung. Und vielleicht ist es ja dann wirklich eines Tages so, dass Russland endlich die Sanktionen maximal zu spüren bekommt, für sich auch einfach keine Lösung in der Ukraine mehr sieht und da dann einfach auch nicht mehr weiter intervenieren kann. Und dann gibt es vielleicht einen Truppenabzug und vielleicht eine Kompromisslösung, aber das steht, wie gesagt, alles noch in den Sternen. Ich bin auf jeden Fall pro Waffenlieferung und dafür, dass man Putin maximal die Stirn bietet. So, meine lieben Freunde, und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Für alle diejenigen, die sich hier meine langen Monologe bis zum Ende angehört haben, nochmal ein kleiner Schmankerl hier von Extra 3 von der Sendung vom 11.05.2022. Ein, wie ich finde, super, super gelungenes Streitgespräch von Christian Ehring mit sich selbst. Fand ich super gut gemacht, weil man da ja wirklich durchaus, ja, da gibt es ambivalente Positionen in Menschen selbst, die Ehring hier wirklich wunderbar auf den Punkt bringt. Er diskutiert hier einerseits, also aus der Sicht derjenigen, die gegen die Waffenlieferungen sind, andererseits vertritt er die Meinung, dass man Waffen liefern muss. Und dann gibt es noch den dritten Part, den lustigen Christian Ehring mit der Banane, der eigentlich nichts wirklich zum Thema beizutragen hat, außer dämliche Kommentare, aber wie ich finde, super, super gut gemacht, auch lustig und satirisch. Also da hat sich Extra 3 und allen voran Christian Ehring mal wieder selbst übertroffen. Insgesamt eine super Sendung, kann ich nur empfehlen, werde ich verlinken. Aber hören wir rein und nehmen hier die einzelnen Positionen mal ein bisschen unter die Lupe. Nichts ist mehr einfach und unkompliziert, nicht mal mehr der Pazifismus. Soll man nun schwere Waffen liefern oder doch lieber offene Briefe schreiben? Was gefährdet den Weltfrieden mehr, eine Haubitze oder Ali Schwarzer? Das sind so Fragen. Also, da würde ich eher zu Ali Schwarzer tendieren. Viele Menschen streiten sich deswegen über... Nee, kleiner Scherz, also... Schwarzer, naja, ihre Position kann ich absolut nicht nachvollziehen, beziehungsweise nur in ganz kleinen Teilen, aber hören wir mal weiter. Verwerfen sich mit ihren Bekannten und ihrer Familie und bei mir ist es noch schlimmer, ich streite mit mir selber. Manchmal denke ich, ich unterschreibe jetzt auch mal so einen offenen Brief. Und ein anderer Teil von mir sagt, mach doch. Und ein dritter sagt, hä, Brief, was war das nochmal?
Ja, so ein Ding, wo man Papier reintut und zuklebt und abschickt. Bist du denn für oder gegen mehr Waffen für die Ukraine? Dagegen? Ist nicht dein Ernst, oder? Aber wenn man den Brief zuklebt, warum ist er dann offen? Du bist wirklich dagegen? Wie Alice Schwarzer, die inzwischen sagt, Selenskyj solle die Provokationen unterlassen. Für Schwarzer ist also völlig klar, dass nicht Putin der Aggressor ist. Also das ist wirklich eine Meinung, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Die von der Linken, die sagen, ja, wir sollten keinen Atomkrieg provozieren, kann ich ja noch verstehen. Aber ich habe auch dagegen argumentiert, aber dann zu sagen, Selenskyj solle die Provokation unterlassen, das finde ich schon wirklich nicht nur grenzwertig, sondern daneben, weil von wem geht die Provokation denn letztlich aus? Sondern wer? Kachelmann oder was? Ohne schwere Waffen kann sich die Ukraine nicht verteidigen. Eben, sehe ich genauso. Mit diesem offenen Brief der Emma sagt man genau das, was Putin will. Absolut. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und für mich der entscheidende. Liest Putin denn überhaupt die Emma? Die Kommentare von dem Banane-essenden Ehring, ja, den da einfach noch mit einzubauen, finde ich aus humoristischer Sicht sehr gelungen. Mehr Waffen verlängern einen Krieg. Das war schon immer so. Richtig, das stimmt. Ich meine, mit Waffen Frieden schaffen, das ist so absurd wie mit Pommes abnehmen. Ja, das stimmt. Also wirklich einen Frieden schnell dadurch umsetzbar zu machen, das ist richtig, das ist falsch. Ne? Also es ist richtig, dass es falsch ist. Das verlängert eher den Krieg noch, das stimmt. Aber ist für mich nicht das Hauptargument. Das Hauptargument bringt der Ehring, der jetzt spricht. Woher weißt du das? Du warst doch Zivi. Du auch. Hey, cool. Ich war auch Zivi. Ich habe aber dazugelernt. Mir ist inzwischen klar, ohne dass man sich Putin militärisch entgegenstellt, hat er überhaupt keinen Grund zu verhandeln. Auch das ein sehr interessanter Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, ja. Ich meine, Putin, wenn man sich nicht entgegenstellen würde, das habe ich ja auch immer gesagt, würde Putin einfach die Ukraine überrennen und dann eventuell noch weitere Länder angreifen. Und das verhindert man natürlich dadurch. Ist natürlich Mist für die Ukraine, aber was sollen sie machen? Und die wollen das ja, wie gesagt, auch. Die wollen sich ja verteidigen. Und ist ja jetzt nicht so, dass die das alles nicht wollten und da nur vom Westen aufoktroyiert bekommen, dass sie sich da verteidigen. Und ich habe Angst, dass er sich in die Enge getrieben fühlt und dass er dann nicht anfängt zu verhandeln. Aber naja, gut, andererseits muss man natürlich auch sagen, die Zivilbevölkerung will vielleicht auch einfach nur, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Und vielleicht ist es tatsächlich auch in der Zivilbevölkerung so, dass viele dafür sind, dass mit Putin verhandelt wird. Andererseits sind die Ukrainer, stehen die hinter ihrer Regierung. Sonst gäbe es ja jetzt auch nicht so eine massive Gegenwehr. Also, tja, da kann man das auch kritisch sehen, aber letztlich bin ich da immer noch pro-ukrainische, also auf der Seite der ukrainischen Regierung und dementsprechend meines Erachtens auch auf der Seite der ukrainischen Bevölkerung, auch wenn Waffenlieferungen eine Verlängerung des Krieges bedeuten. Sondern dass wir dann in 4 Wochen hier Atomkrieg haben. Zum Atomkrieg habe ich alles gesagt. Da kann ich nicht, bin ich im Urlaub. Ich bin für den anderen. So nach dem Motto, wie war das? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ne, das wäre ja schön, wenn das so wäre, aber naja. Einen offenen Brief, den von Daniel Kehlmann. Putin versteht nur Stärke. Ja, Putin versteht nur Stärke. Das sagen jetzt alle. Putin versteht nur Stärke. Ich habe 3 Zeitungsartikel über Putin gelesen. Er versteht nur Stärke. Mit solchen Sätzen sind Konflikte immer eskaliert. Das, finde ich, ist ein interessanter Punkt. Immer eskaliert. Ja, also wie gesagt, verlängert wird dadurch der Krieg auf jeden Fall. Ob dadurch wirklich eine Eskalation provoziert wird, ich weiß es nicht. Eine Eskalation muss es ja jetzt auch nicht nur sein, dass Putin weitere Länder angreift oder da irgendwie NATO-Truppen plötzlich involviert werden, sondern es könnte ja auch sein, dass Putin die kleineren, in Anführungsstrichen, Atomwaffen einsetzt und nur lokal begrenzt, da in der Ukraine rumbombt mit Atomwaffen. Das wäre ja auch schon eine Eskalation, die man natürlich verhindern würde, wenn man jetzt sagen würde, man mischt sich da nicht ein, Putin überrennt die Ukraine und damit haben wir wenigstens verhindert, dass da Atomwaffen lokal zum Einsatz kommen. Das ist ein für mich legitimes Argument. Da stimme ich sogar zu, aber
Nochmal, die Ukraine möchte das gerne. Sie möchten sich verteidigen und ich finde, der Westen hat das moralische Gebot, diese Verteidigung zu unterstützen. Nee, es ist genau umgekehrt. Die Eskalation folgt auf dein Appeasement. Denn heute ist die Ukraine dran und morgen sind Lettland, Polen und Ostdeutschland russisch regiert. Genau so. Also ja, dieses der Gesichtsausdruck von dem Banane-Ehring ist natürlich wieder mal göttlich. Aber genau, also wie gesagt, letztlich geht die Aggression ja von Russland aus. Auch wenn dort lokal Atomwaffen eingesetzt werden, ist es nicht vom Westen erzwungen worden, sondern Putin hätte das dann frei entschieden, diese Eskalation durchzuführen. Und klar hat man ihn damit irgendwie auch unter Druck gesetzt, aber letzten Endes muss er das alles nicht machen. Er könnte sich da einfach zurückziehen, sagen, sorry, war totaler Mist, ich habe mich da verkalkuliert und lass mal wieder Frieden walten lassen. Aber naja, das wird er nicht tun. Ist nicht MacPom schon russisch regiert? Also ich glaube, wenn Putin... Schöner Seitenhieb hier auf die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Ein paar Gebiete in der Ostukraine kriegt, dann reicht ihm das. Der will doch vor allem sein Gesicht wahren. Ach, sind wir jetzt für Putins Gesicht verantwortlich? Ich finde, wenn sich jemand um Putins Gesicht kümmern sollte, dann höchstens Wladimir und Vitali Klitschko. Oh, ist das geil. Ja. Da fällt mir... Das führt jetzt soweit. Super, Herr Hofreiter. Hauptsache Gewalt. So hört der Krieg ganz bestimmt auf. Ja, mit solchen Aussagen sollte man sich natürlich zurückhalten, weil die wirklich gar keinem helfen. Also ich meine, Waffenlieferungen helfen ja wenigstens der Ukraine, wenn man jetzt aber irgendwie fordert, dass Vitali und Wladimir Klitschko Putin mal ordentlich die Visage polieren sollten. Das ist einfach unnütze Provokation. Die bringt keiner Seite irgendwas und eskaliert einfach weiter. Und das muss nicht sein. Was ist denn mit deiner Logik? Auch wenn es lustig ist. Du hältst Putin einerseits für so irre, dass er einen Atomkrieg anfängt, denkst aber andererseits, er sei so vernünftig, am Ende mit einem Streifen Ukraine zufrieden zu sein. Hör mal, wie bescheuert ist das denn? Sehe ich genauso. Ach, jetzt ist man schon bescheuert, wenn man keinen Atomkrieg will. Ja, wie gesagt, also ich verstehe die Leute, die Angst vor einem Atomkrieg haben, aber wirklich gerechtfertigt ist diese Angst aus meiner Sicht nicht. Und da muss auch die Bundesregierung meines Erachtens noch mehr Aufklärungsarbeit leisten und zeigen, Leute, das bringt dem Putin auch nichts, einen Atomkrieg zu führen. Ganz im Gegenteil, das wirft komplett seine Strategie über den Haufen. Also nicht nur seine Strategie, wahrscheinlich beendet das auch sein Leben. Und warum sollte das in seinem Interesse sein? Vor 2 Wochen war das noch die Regierungslinie in Deutschland. Und den Brief gegen schwere Waffen haben kluge Leute unterschrieben. Ranga Yogeshwar zum Beispiel und Dieter Nuhr. Na gut, von Dieter Nuhr halte ich nicht allzu viel. Dass Ranga Yogeshwar das unterschrieben hat, finde ich bedenklich, weil ich den immer sehr, sehr mochte. Auch Dieter Nuhr war eigentlich, ja, früher jedenfalls mal, so vor 10 Jahren oder so, habe ich den echt abgefeiert. Mittlerweile, ist er mir zu sehr gegen den Mainstream auf Teufel komm raus. Und ach, den Dieter Nuhr, den kann ich nicht mehr so wirklich leiden, aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, den für die Waffen haben Wladimir Kamina, Maxim Biller und Wiegald Boning unterschrieben. Wiegald Boning. Aber auf wen hört man im Kreml eher? Dieter Nuhr oder Wiegald Boning? Ja, aber auch interessant, Wladimir Kamina auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooler Russe. In Deutschland meines Erachtens immer noch in Berlin in der Schönhauser Allee wohnend. Jedenfalls damals hat er auch das Buch Schönhauser Allee veröffentlicht. Fand ich super gut. Auch insgesamt finde ich den Wladimir Kamina richtig klasse. Der hat auch Russendisco geschrieben und super cooler russischer Schriftsteller. Fakt ist, wer keine schweren Waffen liefern will, der kriegt, wie du, Putin feige hinten rein. Sehe ich genauso. Und wer mehr Waffen liefern will, der ist für mehr Tote und riskiert einen Atomkrieg. Naja, für mehr Tote sind wir alle nicht, aber dass wir Russland nicht einfach gewähren lassen können, das sollte eigentlich Konsens sein. Und zum Atomkrieg, wie gesagt, da muss ich mich jetzt nicht mehr weiter äußern. Schwachsinn. Selber Schwachsinn, du Trottel. Selber Trottel, du Arschgeige. Du Flachwichser nennst mich Arschgeige. Du Arschgeige nennst mich Flachwichser. Na, Hauptsache Frieden. Ja, also da muss ich wirklich sagen... Schnauze!
Ach, herrlich. Also wirklich schön, ein wirklich sehr, sehr schöner Sketch, der die Zerrissenheit Erings darstellt, unterschiedliche Sichtweisen Erings miteinander hier in ein Streitgespräch verwickelt. Auch der etwas dämliche Ering, ich meine, wir haben alle auch irgendwie so eine etwas bekloppte Seite, nehme ich mal jetzt stark an. Okay, es gibt auch Menschen, die einfach immer ernst sind, aber oder immer irgendwie reflektiert, aber mir geht's auch so, dass ich auch mal so eine Banane essende und Quatsch erzählende Seite raushängen lasse. Und ich finde es super, dass das Ering das hier einfach mit eingebaut hat. Ja, zeigt sehr schön die Zerrissenheit, nicht nur die von Ering, sondern eben auch von vielen, vielen anderen mit einer politischen Meinung. Ja, hat mir super gut gefallen, dieser Sketch. Ich habe zu den einzelnen Positionen habe ich was gesagt und jetzt bedanke ich mich wirklich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Mich interessiert vor allen Dingen eure Meinung zu den Waffenlieferungen, zu der Ausbildung von Ukrainern an diesen Waffen. Verschärfen wir damit den Konflikt? Sollten wir das nicht tun oder sollten wir das schon machen? Kritisiert auch gerne meine Aussagen. Vielleicht sehe ich an der einen oder anderen Stelle eben auch etwas falsch. Ich bin da auch immer daran interessiert, meine Meinung zu überdenken. Ähnlich wie Ering geht es mir, also mir geht es ja auch ähnlich wie dem Christian Ering. Es gibt Dinge, die sprechen für Waffenlieferungen, welche, die dagegen sprechen. Aus meiner Sicht sind die Argumente, die dafür sprechen, die deutlich stärkeren. Aber es mag ja sein, dass ich da auch etwas übersehen habe. Falls das der Fall ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und es bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu bedanken. Nochmals fürs Zusehen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Und eine Kleinigkeit als Ausblick. Ich habe mir vorgenommen, ein weiteres Caroline Mathieu Video zu kommentieren, in dem es um die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung geht. Also aufgrund der Inflation und steigender Preise hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Und Caroline hat sich natürlich dazu geäußert. Da geht es allerdings auch noch um unser Steuersystem und darum, dass wir einen Sozialstaat haben. Caroline hat das Prinzip unseres Sozialstaates mal wieder nicht verstanden. Da geht es auch darum, dass ein SPD-Politiker gefordert hat, die Erbschaftssteuer zu erhöhen und da eine Umverteilung stattfinden zu lassen. Auch da muss ich wieder mal kritische Worte für finden. Und das nur als kleiner Ausblick. Jetzt aber wirklich komme ich zum Ende. Macht's gut, startet gut ins Wochenende. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, die Zirbeldrüse kommentiert das politische Geschehen und Quatsch aus dem Internet. Also macht's gut, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Die Zirbeldrüse meldet sich ab.